Erlauben Sie mir ganz kurz, dass ich ganz kurz was zum Salon sage. Der Salon ist entstanden durch Initiative, wo ist denn die liebe Anna? Durch Henning Ritter. Henning Ritter hat da genau an dieser Stelle Gespräche geführt, ebenso wie Sie das heute auch führen. Und ich möchte ganz kurz sagen, was ist die Idee des Salons? Es ist ganz einfach, wir laden zwei Menschen ein, die miteinander reden wollen. So, und ein Thema, was uns natürlich interessiert, und so haben wir sie beide eingeladen. Ich freue mich, dass Sie beide da sind und freue mich, Ihnen jetzt zuzuhören. Ja, vielen Dank. Ja, wir haben den Abend uns so vorgestellt, dass wir jeweils eine 10-minütige Einführung über das Buch des jeweils anderen haben. Und ich beginne mal und stelle Ihnen ganz kurz vor Wolfgang Ulrichs Siegerkunst. Siegerkunst ist Kunst von Siegern für Sieger und es ist vor allen Dingen extrem teure Kunst. Es ist Kunst für die Reichen und Erfolgreichen dieser Gesellschaft, die diese Kunst dazu benutzen, um ihren Reichtum und ihren Erfolg und um ihre soziale Stellung repräsentieren zu können. Siegerkunst ist auch ein neuer Begriff und die Frage ist natürlich, lohnt es sich, an solchen Begriff neu einzuführen und zu prägen? Und offensichtlich lohnt es sich sehr, denn er markiert nämlich auch eine Epochenzäsur. Siegerkunst ist die Kunst, die der Kunst der Moderne, der modernen Kunst folgt. Das heißt, Wolfgang Ulrich unterscheidet zwei Paradigmen von Kunst, nämlich die Siegerkunst, das Paradigma der Siegerkunst und die Kunst der Moderne. Und das ist eigentlich die Leitdifferenz, die sich durch das gesamte Buch zieht und mit der auch die Argumente und Plausibilitäten organisiert werden. Wolfgang Ulrich führt diesen Begriff der Siegerkunst nun nicht nur abstrakt ein, sondern er führt uns darauf hin, indem er ein sehr schönes Beispiel uns zeigt auf Seite 22. Sehen hier Sie zwei Kupferstiche von Chodowiecki und sie exemplifizieren gewissermaßen, was jetzt mit Siegerkunst und mit moderner Kunst gemeint ist. Zum einen, Sie sehen dabei jeweils zwei Kunstbetrachter vor einer Statue und bei dem einen Kupferstich wird die Statue ehrfurchtsvoll angeschaut und bei der anderen unterhalten sich zwei Männer über diese Skulptur und der eine berührt die Statue und ich denke, die Interpretation ist richtig. Dieses Berühren der Statue ist eine Geste des Besitzergreifens und insofern haben wir zwei verschiedene Aneignungsformen von Kunst im Blick, nämlich einmal eine rezipierende, eine betrachtende, auf Distanz gehende Aneignung und zum anderen eine Aneignung von Kunst, die sich über das Besitzen definiert. Das ist erstmal die Grundidee und natürlich muss man diese Idee, dass Siegerkunst das neue Paradigma der zeitgenössischen Kunst ist, auch einlösen und das wird kapitelweise vollzogen. Und zwar in dem Sinne, dass jetzt mit Hilfe dieser Idee von Siegerkunst sehr viele verschiedene Aspekte der zeitgenössischen Kunst beleuchtet werden und betrachtet werden. Und plötzlich sieht man, dass die ganzen Verrücktheiten und Extravaganzen, die man in der zeitgenössischen Kunst der man begegnet, dass die plötzlich Sinn ergeben, wenn man sie als Siegerkunst wahrnimmt und betrachtet. Denn wenn es so ist, dass die Funktion der Siegerkunst darin besteht, eine zu repräsentieren, dann macht es natürlich auch Sinn, dass man diese Repräsentationsfunktion steigern kann, wenn man die Geldverschwendung steigert. Und von daher lässt sich zum Beispiel auch erklären, dass eben die Kunstwerke immer teurer und anspruchsvoller werden in ihrer materiellen Gestaltung, also dass dann eben Diamanten benutzt werden oder dass die Kunstwerke tonnenschwer sind, sich überhaupt nicht mehr transportieren lassen oder dass man eben sich auf eine Kunstgattung wie die Installationskunst konzentriert, die extrem aufwendig ist zu konservieren, sodass eben nur ganz wenige Sammler und die finanziell potentesten Sammler sich diese Kunst überhaupt leisten können. Also das macht alles sehr viel Sinn, wenn man aus diesem Paradigma der Siegerkunst auf die zeitgenössische Kunst schaut.
Wichtig ist noch, dass diese Kunst einen Doppelcharakter besitzt. Und zwar, es ist der Doppelcharakter von Glamour und Kritik, wie es so schön heißt. Und das heißt, dass die Siegerkunst nicht einfach das ganz andere der modernen Kunst ist, sondern sie besitzt oder nimmt ein parasitäres Verhältnis zur modernen Kunst ein. Sie zehrt also vom symbolischen Kapital der modernen Kunst. Sie imitiert die Avantgarde, und das ist auch verständlich, weil man auf dieses symbolische Kapital, was mit zeitgenössischer moderner Kunst verbunden wird, dass es eben auch Ausdruck von Autonomie und von Souveränität ist, dass sich diese Werte eben auch auf die Siegerkunst übertragen lassen. So viel erst einmal sagen zum Grundkonzept des Buches, aber der Autor verfolgt auch ein spezifisches Anliegen. Er zeigt uns nicht nur, dass es Siegerkunst gibt und wie es sie gibt, sondern er argumentiert auch, dass es sinnvoll ist und an der Zeit ist, die zeitgenössische Kunst eben nicht mehr mit dem Paradigma der modernen Kunst zu betrachten. Und er führt uns das an sehr vielen schönen Beispielen vor. Er interpretiert also die Leitfiguren der zeitgenössischen Kunst wie Lüpertz, Damien Hirst oder Richter, und es zeigt sich dann eben, dass man diese Kunst eigentlich systematisch verkennt, wenn man sie aus der Perspektive der Moderne interpretiert, wenn man ihnen also, wie das üblich ist, eine Irritation der Wahrnehmung zuschreibt, wenn man sie also als gesellschaftskritisch interpretiert und so weiter und so fort. Man sieht diese Kunst richtig, so die These, wenn man sie als Siegerkunst wahrnimmt. Und das ist natürlich auch ein sehr polemischer und starker Zug dieses Buches, den ich unter anderem eigentlich auch mag. Es gibt noch einen anderen Aspekt in dieser Argumentation, nämlich, dass Wolfgang Röhrig auch die eigene Zunft kritisiert, nämlich die Zunft der Kunstwissenschaftler, die ja mit genau diesem selben Paradigma der Moderne auf die zeitgenössische Kunst blicken und sich dabei zu naiven Erfüllungsgehilfen der Siegerkunst machen. Und insofern zeigt er ein ums andere Mal, dass letztendlich die Siegerkunst sich mit der Kunst der Moderne eigentlich nur kostümiert. Und wenn man aber genau hinschaut, ist es eben so, dass die Kunstwissenschaftler dann eben an diesen Kostümen stricken für die Siegerkunst. Damit gewinnt dieses ganze Buch einen sehr speziellen Charakter. Das ist eigentlich nicht nur polemisch, sondern es hat einen aufklärerischen Impuls, denn es wird ja ganz traditionell mit der Unterscheidung zwischen Wahrheit und Schein gearbeitet. Und es zeigt sich dann ja eben auch, dass die Siegerkunst nur scheinbar moderne Kunst ist. Und wenn man genau hinschaut, dann sieht man, dass von diesem Doppelcharakter aus Glamour und Kritik eigentlich nur der Glamour übrig bleibt. Und insofern ist es auch ein entlarvendes Buch. Sie zeigt, dass die Siegerkunst eigentlich so etwas wie Angeberkunst ist. Und das hat natürlich auch eine gewisse polemische Wirkung, die, wenn man dieses Buch liest. Gut, und neben dieser Wirkung, die dieses Buch erzeugt, also performativ durch die Lektüre, gibt es aber auch noch theoretische Konsequenzen. Und davon möchte ich zwei nennen. Wolfgang Röhrig arbeitet mit einem Geschichtsmodell, also er unterscheidet eine vormoderne Kunst, die einen repräsentativen Charakter hatte, von einer modernen Kunst, die ihr folgt, wo eben die rezeptive Haltung maßgeblich war, von einer Siegerkunst, die wiederum die moderne Kunst ablöst und wiederum eine nachmoderne Kunst, die wiederum einen repräsentationalen Charakter und eine repräsentationale Funktion erfüllt. Aus diesem Modell folgt eigentlich, dass die moderne Kunst nur eine als Episode erscheint in einer langen Kunstgeschichte, die eigentlich immer als repräsentationale Kunst funktioniert hat. Dieser Punkt
scheint dem Autor etwas unheimlich zu sein, denn im letzten Kapitel schreibt er, ich lese es vor, Siegerkunst lässt die Moderne als Ausnahme erscheinen, was aber voreilig ist. Und ich kann jetzt sehr gut das Motiv verstehen, warum es diese Einschränkung gibt. Und das Motiv besteht einfach darin, dass ganz sicher Wolfgang Ulrich nicht jetzt als ein Stichwortgeber oder für reaktionäre Antimodernisten erscheinen möchte, die eigentlich schon immer gewusst haben, dass es mit der modernen Kunst nicht weit her ist und dass von ihr in der Geschichte nichts mehr übrig bleiben wird. Also dieses Motiv verstehe ich sehr gut. Allerdings kann ich nicht wirklich ein Argument sehen, was von dieser Interpretation tatsächlich schützt. Und das wäre dann ein Punkt für unsere Diskussion. Und es gibt noch eine zweite theoretische Konsequenz, die aus diesem Buch folgt. Sie wird auf der letzten Seite des Buches thematisiert, und zwar insofern, dass Wolfgang Ulrich vom Ende der Kunsttheorie spricht. Also er sagt, die Siegerkunst bedeutet eben nicht ein Ende der Kunst, aber ein Ende der Kunsttheorie, und das folgt natürlich auch konsequenterweise aus dem Ansatz, wenn also die Funktion der Siegerkunst eben nur in der Repräsentation und nicht mehr in der Betrachtung besteht, dann kann man eigentlich auf viele Interpretationen, auf Begriffsprägungen und auf große Kunsttheorien verzichten. Und deswegen, folglich, muss man eigentlich zu dem Schluss kommen, dass die Kunsttheorie an ihr Ende gekommen ist. Nun hat Wolfgang Ulrich aber selbst einen neuen Begriff geprägt mit Siegerkunst, und das kann ich jetzt nicht anders interpretieren als Wolfgang Ulrich, dass die letzte Kunsttheorie geschrieben hat. Ja, vielen Dank, Herr Lehmann. Sie sehen, ich musste nicht intervenieren, also ich fühlte mich jetzt durchaus richtig wiedergegeben von Ihnen. Allerdings schreibe ich ja auf der letzten Seite, dass man halbherzig und so ein bisschen nonchalant vielleicht noch neue Begriffe prägt in dieser nachtheoretischen Phase, aber vielleicht nicht mehr mit demselben Ehrgeiz einen Begriff in die Welt setzt, wie das vielleicht in den Höhepunkten, zum Höhepunkten der Moderne der Fall war. Ja, aber jetzt möchte ich mich so revanchieren und ein paar Worte zu Ihrem Buch sagen, vielleicht auch erst noch mal erklären, wie es dazu gekommen ist, dass wir zwei heute Abend gegenüber sitzen. Das Buch von H.W. Lehmann besteht auch aus einem Ein-Wort-Titel, ist auch ein doppeltes Substantiv, es heißt Gehaltsästhetik. Und auch wenn Siegerkunst und Gehaltsästhetik extrem unterschiedlich klingen und natürlich auch was ganz letztlich anderes gemeint, es gibt es eine Gemeinsamkeit, abgesehen davon, dass auch das ein eigentlich neu geprägter Begriff ist von Ihnen. Die Gemeinsamkeit ist, dass diese beiden Begriffe versuchen, ein Phänomen eigentlich der Gegenwart und der zeitgenössischen Kunst zu beschreiben. Und da gibt es jetzt, glaube ich, das werden wir in der Diskussion wohl ein bisschen ausdrücken, Schnittmengen, aber auch ganz vor allem interessante Differenzen. Differenzen, die sich vor allem daraus ergeben, ja, das sollen die Einflugschneise, sagen wir mal so, auf die zeitgenössische Kunst, die wir beide wählen, eine sehr unterschiedliche ist. Untertitel heißt Ihr Buch eine Kunstphilosophie. Ich finde das eigentlich untertrieben, diesen Untertitel, weil es ist eigentlich mehr, was Sie anstreben in diesem Text, als nur eine Kunstphilosophie zu liefern. Das wäre eigentlich, geht es insgesamt um eine Theorie ästhetischer Erfahrung. Die ersten Kapitel handeln noch gar nicht explizit von Kunst, sondern sie unterscheiden überhaupt erstmal bestimmte Merkmale, Konstituenzien von ästhetischer Erfahrung. Sie unterscheiden hier drei Typen von Werten, die ästhetische Erfahrung konstituieren: Eigenwerte, Übertragungswerte und Reflexionswerte. Also viele neue Begriffe in diesem Buch, nicht nur der eine im Titel. Ganz knapp vielleicht will ich skizzieren, was mit diesen Typen von Werten gemeint ist. Aus Ihrer Sicht, so eine ästhetische Erfahrung beruht auf Eigenwerten, insofern, dass es von den Objekten, die jemand erfährt, die jemand wahrnimmt, so ein gewisse, Botschaften ausgehen. Es gibt so eine Formerfahrung, es gibt
sozusagen eine Erfahrung davon, ob etwas überraschend kommt, stark ist, schwach ist. Sie unterscheiden hier sozusagen zwischen Gestaltwerten, Aufmerksamkeitswerten. Zum Beispiel diese klassische Unterscheidung von Schönem und Erhabenem wäre so ein Dualismus der Eigenwerte des Ästhetischen oder bezogen auf die Aufmerksamkeit, Ereignis und Ambivalenz sind hier für sie zwei zentrale Begriffe. Also es gibt Dinge, die nimmt man sozusagen, die überwältigen ein, das ist ein Ereignis, es kommt plötzlich auf einen, und es gibt andere Dinge, die da findet man vielleicht eher, muss man sich selber erstmal an die rantasten oder bleibt im Unklaren, wie wenn man durch den Nebel fährt. Also das ist Ambivalenz dann. Und so versuchen sie also eine ganze Menge ästhetischer Erfahrungen mal unter diese Grundbegriffe zu bringen. Neben den Eigenwerten gibt es dann, wie gesagt, Übertragungswerte. So, man könnte vielleicht davon sprechen, sekundäre Kodierungen, auch gesellschaftlich wechselnde, kulturell wechselnde Kodierungen, die etwas hat, dass wir eben, wenn wir was Bestimmtes wahrnehmen, durch Sozialisierung wissen, dass das jetzt mit etwas anderem assoziiert ist, und entsprechend hier also auch ästhetische Erfahrungen machen, was wird als cool empfunden in einer Gesellschaft, was wird als sportlich, was wird als witzig empfunden, sowas ändert sich ja sehr stark, aber ist trotzdem natürlich immer eine wesentliche Dimension ästhetischer Erfahrung. Und das dritte sind Reflexionswerte, da geht es eigentlich darum, dass man sich selber nochmal in ein Verhältnis setzt zu dem, was man da so unmittelbar erfährt, und das gelingt nach ihrer Meinung am besten im Modus der Sprache, also dass man sich so nochmal eigens Urteil über das Feld, was man wahrnimmt, was man erfährt, dass man das in ein Verhältnis setzt zu etwas anderem, dass man also nochmal dazu Stellung nimmt. Und jetzt wäre sorgen, der dann, nachdem diese Typen von Werten unterschieden sind, nähern sie sich erst der Kunst an. Und die Kunst wäre jetzt ein privilegiertes Feld dessen, wo diese Reflexionswerte eine große Rolle spielen. Weil wir natürlich, wenn wir uns mit Kunst beschäftigen, immer schon auch ins Benehmen zu dem setzen, was uns da widerfährt, was... Da haben wir auch bestimmte Erwartungen, die werden erfüllt, die werden enttäuscht. Also es ist insgesamt weiter ein sehr viel präziseres, ambitionierteres Erfahren, als wenn wir einfach so unseren Alltag an uns vorbeiziehen lassen. Und was jetzt im zweiten Teil Ihres Buches kommt, ist eigentlich eine sehr strenge Geschichte der Kunst. Sie stehen da durchaus so in einer Tradition mit einem Hegel, würde ich sagen. Also die Vorstellung, die Geschichte der Kunst hat sich nach einem ganz bestimmten Prinzip ereignet, entwickelt, entfaltet. Es ist eine sehr lineare Geschichte. Bei Ihnen heißt der erste Teil auch symbolische Kunst. Da denkt man dann wirklich an Hegel. Sie meinen aber jetzt da, glaube ich, nicht unbedingt dasselbe, aber schon noch vielleicht eine Kunst der Frühzeit, Mittelalter, genau. Kirchenkunst vor allem, also wo eine Kunst ganz klar eingebunden ist in einen rituellen, sozialen Zusammenhang, wo es jetzt nicht darum geht, dass man Kunst als Kunst wahrnimmt, sondern sie immer schon noch anders inhaltlich besetzt ist. Aber sollen nicht die Künstler entscheiden, was die Inhalte der Kunst sind, sondern es ist vorgegeben von den Funktionen, die die Kunst jeweils hat. Dann kommt so die große Phase, Höhepunkt sicher, Renaissance, Barock bis hin zum Klassizismus, wo ästhetische Kunsterfahrung nach dem Schema des Schönen und des Erhabenen reguliert wird, also wo es eine Idealvorstellung des Schönen jeweils gibt und wo danach einfach auch die ästhetische Erfahrung bewertet wird, ob jetzt das erfüllt wird oder sich nicht erfüllt. Genauso eben wie der andere Pol, das Erhabene. Und das endet für sie dann dieses Schema Mitte des 19. Jahrhunderts, und wir treten in eine andere Epoche ein. Das wäre jetzt auch die Epoche, die bei mir die Moderne ist. Und die ist für sie insgesamt mit der Überschrift zu versehen, konzeptuelle Kunst. Oder konzeptbasierte Kunst. Und da unterscheiden Sie jetzt wieder mehrere Epochen oder mehrere Phasen. Die erste ganz wichtige Phase, das ist für Sie bestimmt durch Materialästhetik.
Das ist die ganze Phase so der, vor allem der, der klassischen Moderne, der Avantgarden, der Ismen, also wo einerseits das Zentrale war, jeder wollte etwas Neues machen, und wo andererseits das, das Wichtige war, sagen, das Neue artikuliert sich daran, dass so ein bestimmtes, ja, so ein Programm man sich gibt, also wie Material, sei es Farbe, sei es ein bestimmter was dreidimensional verarbeitbares organisiert wird. Und da hat natürlich dann der Kubismus ein anderes Programm als der Expressionismus und so weiter. Also das ist dann für Sie diese materialästhetische Phase, die so ihre vielleicht doch 3-4 Generationen so ihren, ihre großartige Entwicklung hat, die dann, wo Sie meinen, das erschöpft sich so nach und nach, Mitte des 20. Jahrhunderts. Und das Material wird mehr, kommt in den Hintergrund, es kommt eher so eine anästhetische Phase der Kunst, es kommt explizit Konzeptkunst ins Spiel. Also man hat immer noch sowas wie Programme, immer noch sowas wie Ismen, aber sie werden sagen, abstrakter, könnte man sagen, in ihren Darstellungsformen. Und ja, auch das kommt dann so ein bisschen zu einem Ende. Und da kommt eigentlich eine interessante oder merkwürdige Passage in Ihrem Kapitel, in Ihrem Buch. Man könnte fast von so einem retardierenden Moment sprechen, wenn man so vom Theater her käme. Jetzt gibt es nämlich so eine kurze Phase der ganzen sonst unglaublich linearen Geschichte der Kunst in ihrer Darstellung, die so ein kleiner, wie so ein kleiner Unfall oder so eine Abweichung ist. Das ist die Postmoderne. haben Sie das Gefühl, da ist jetzt Sorgen, die großen Programme sind vorbei, das Neue will man auch nicht mehr, aber so einen richtigen Ersatz hat man eigentlich nicht gefunden. Das ist eigentlich so eine Art von Epoche, so ein Stillstand. Oder vielleicht wirklich mal so 2 Jahrzehnte hat die Geschichte eine Pause eingelegt, was aber bei Ihnen jetzt nicht als Entlastung, sondern schon eher als Enttäuschung auch formuliert ist, würde ich sagen. Und jetzt, seit Mitte der 90er Jahre, sind wir sorgen in einer neuen Phase, und das ist jetzt eben der Titel Ihres Buches. Jetzt geht es in der Kunst um das, was Sie Gehaltsästhetik nennen. Jetzt ist nicht mehr sorgen die Organisation von Material das Entscheidende. Es geht nicht mehr um verschiedene Ismen, sondern jetzt sagen Sie interessanterweise, sind eigentlich die Künstler das erste Mal überhaupt in ihrer Geschichte so autonom, so frei, dass sie anfangen können, selber ihre Inhalte zu bestimmen, selber ihre Themen zu setzen, dass sie also jetzt deshalb die Kunstwerke danach zu bemessen sind, welchen Gehalt, welchen Inhalt sie haben. Und Neuheit wird eben nicht mehr über das Material. Nicht mehr über das Material, sondern indem man ein neues Thema entdeckt oder einen neuen Akzent setzt auf einen bestimmten Inhalt. Das ist so jetzt das Maßgebliche. Und an der Stelle, da kommen wir so, glaube ich, auf eine interessante Differenz, weil für Sie braucht es dazu dann noch ein Pendant. Es reicht nicht, dass die Künstler jetzt verantwortlich sind für die Inhalte, sondern es braucht vor allem mehr denn je eine Kunst der Interpretation, der Exegese, der Kritik. Also Sie würden gerade im Unterschied zu mir sagen, Kunsttheorie, das Schreiben über Kunst war nie so wichtig wie seit 20 Jahren. Und nur wenn autonome Kunst und autonome Kunstkritik sich gegenseitig unterstützen und begleiten, kann dieses gehaltsästhetische Paradigma zu voller Blüte kommen. Und das ist vielleicht ein Stück weit dann doch auch das fast noch Appellative an Ihrem Buch, dass Sie sich dafür plädieren, für diese doppelte Autonomie, und dann eigentlich den Leser zurücklassen, so mit der Aussicht jetzt auf eine große neue Phase der Kunstgeschichte, wo also ähnlich wie vielleicht in den Generationen der Avantgarden sich also ein Künstler nach dem anderen zeigt, der also großartige Inhalte, Gehalte zum Gegenstand der Kunst macht. Jetzt sagen Sie auch, natürlich nicht alles, was heute entsteht, entspricht diesen gehaltsästhetischen Ansprüchen.
Es gibt viele Kunst, schreiben Sie, die nur Markterfolg hat und damit nicht so viel zu tun hat. Da wäre es die Frage, ist das, was Sie da so in einem Absatz mal schnell beiseite schieben, was eigentlich nicht in diese schöne lineare Geschichte der Kunst gehört, sondern eigentlich mehr so ein bisschen schmuddeliges, unappetitliches Nebenprodukt ist, ob das jetzt deckungsgleich ist mit dem, was ich die Siegerkunst nenne, oder ob wir es doch nicht ganz so einfach haben. Ich würde natürlich auch auf jeden Fall sagen, dass das, was ich Siegerkunst nenne, nur einen relativ kleinen Teil dessen umfasst, was insgesamt an Kunst heute entsteht. Und natürlich ist ein notwendiges Kriterium dafür, dass etwas Siegerkunst ist, dass es einen Markterfolg hat. Aber trotzdem würde ich jetzt nicht so die simple Gleichung machen, alles, was Markterfolg hat, ist automatisch Siegerkunst oder auch nicht sagen, alles, was Markterfolg hat, kann nicht gehaltsästhetisch sein. Also so einfach ist es sicher nicht. Vielleicht um abzuschließen und zugleich aufzugreifen, auch einen Punkt, den Sie in Ihrer Zusammenfassung gebracht haben, und da kommen wir hoffentlich, glaube ich, ganz gut ins Gespräch. So, wir haben es ja vielleicht schon an der Rekonstruktion gemerkt des Buches. Es ist sozusagen eine Analyse, die immer ganz streng einfach nur das Verhältnis von Kunstwerk und Rezipient im Blick hat. Und so wie, welche Erfahrung kann der Rezipient machen mit einem Kunstwerk? Das ist so die Grundfrage. Und wie hat sich das so historisch verändert, dieser Typ von Erfahrung? Und da würde ich jetzt sagen, von meiner Warte aus, haben Sie eigentlich von vornherein nur dieses so moderne Paradigma des Umgangs mit Kunst im Blick, eben so die Idealsituation der White Cube, hier das Kunstwerk, da der Rezipient sonst nichts. Und eben so die Unterscheidung, die mir wichtig ist, zu sagen, in der Moderne haben wir diesen Rezipienten, aber sowohl in der Vormoderne wie auch jetzt vielleicht in so einer neoaristokratischen Siegerkunstphase haben wir eben vor allem, Sie haben ihn ja auch angesprochen, sondern den Besitzer, den Sammler, den Auftraggeber von Kunst, also jemand, der in einer ganz anderen Weise nochmal mit Kunst involviert ist, als der Museumsbesucher, Ausstellungsbesucher, der klassische Rezipient. Und das wäre ja so auch meine Kritik an meiner eigenen Zunft, dass man so sich zu sehr vielleicht das idealisiert hat, nur dieses Verhältnis Kunstwerk-Betrachter und so viele Faktoren, die aber so kunstsoziologisch und letztlich auch für die Kunsterfahrung relevant sind, dann nicht mehr so vorkommen. Also soll eben die spezifische Genuss, die jemand verspürt, der ein Kunstwerk besitzt oder der das Erlebnis hat, es zu kaufen oder es zu ersteigern oder der vielleicht auch Angst haben muss, dass es kaputt geht oder dass es gestohlen wird. Oder also so, es gibt ja so ganz viele noch Erfahrungen, die man vielleicht auch haben kann, die manche vielleicht lästiger, manche auch sehr intensiv sein können, die jetzt so irgendwo in Ihrem Schema von Kunstgeschichte oder in Ihrem Modell von ästhetischer Erfahrung irgendwie so nicht vorkommen. Und da wäre so eine ganz interessante Differenz, glaube ich, zwischen unseren beiden Büchern. Und vielleicht erst nochmal so als Frage rübergespielt, ob Sie so diese Differenz auch so sehen und wie Sie damit umgehen würden. Also mit der Beschreibung stimme ich eigentlich grundsätzlich überein. Einen Punkt würde ich aber noch ergänzen. Also es ist gerade nicht so, dass diese Form von Kunstphilosophie keine soziologische Dimension hat. Mhm. Eigentlich arbeite ich ja mit einer Gesellschaftstheorie, also der Gesellschaftstheorie von Niklas Luhmann, der das Theorem der funktionalen Ausdifferenzierung der Gesellschaft hat. Und da sind im Prinzip diese Epochenzäsuren, also zwischen einer mittelalterlich hierarchischen Gesellschaft, einer funktional sich ausdifferenzierenden Gesellschaft und einer heutigen Gesellschaft, sind die eigentlich vorgegeben. Und dieses soziologische Schema übernehme ich, um erklären zu können, dass es verschiedene gesellschaftliche Rahmenbedingungen gibt in der mittelalterlichen Gesellschaft, in der sich ausdifferenzierenden modernen oder neuzeitlichen Gesellschaft und in unserer modernen Gesellschaft, wo die Kunst autonom geworden ist. Also diese soziologische Dimension gibt es und die ist ganz wichtig, weil ich ansonsten dieses Projekt überhaupt nicht begründen könnte.
Es ist natürlich so, also in gewisser Weise sind, ich denke, beide unsere Bücher eindimensional in dem Sinne, dass sie eben auch nicht die Rezeptionsseite, also sie rekonstruieren die Kunst gewissermaßen aus ihrer gesellschaftlichen Funktion heraus und ich rekonstruiere sie immanent. Also, und wir legen beide nicht so viel Wert auf die jeweils andere Seite, wobei sie wahrscheinlich in beiden Büchern so sekundär noch eine Rolle spielt. Das finde ich aber auch kein Nachteil, weil man sich eben beschränken muss und Bücher müssen sich eben auch auf ihr Argumentationsziel hineinschießen. Ja? Also, das wäre, glaube ich, in beiden Fällen jetzt ein Abweg. Ich glaube aber nicht, dass es nicht möglich ist, in meiner Konzeption gewissermaßen Siegerkunst mitzubeschreiben. Also um es ganz kurz zu sagen, Siegerkunst ist natürlich auch für mich ein Phänomen der Postmoderne. Und zwar genau in dem Moment, wo es ein Wertevakuum eintritt, wo es nicht mehr klar ist, wie sich die moderne Kunst, wie sie ihren Neuheitsanspruch einlösen kann, weil eben die Möglichkeiten, den Kunstbegriff zu entgrenzen oder neue Ismen zu erfinden und neue Materialien einzusetzen und damit Neuheit zu dokumentieren. Diese Möglichkeiten haben sich erschöpft. Man ist bis zu diesen Nullpunkten der Konzeptkunst gekommen. Das kann man auch nicht mehr überbieten. Ja? Und was macht man dann? Dann gibt es diese Zwischenphase der Postmoderne. Es gibt dieses Wertevakuum und es gibt eine produktive Antwort, die mich mal en passant mit erwähne, ist nämlich diese Polystylistik, also oder diese ironische, das ironische Zitieren vergangener Kunststile, das ist, wäre so ein typischer postmoderner Stil. Letztendlich kann das aber nicht wirklich diese Orientierungslosigkeit kompensieren. Und wenn es nicht mehr klar ist, worum es eigentlich in so einem sozialen System wie der Kunst geht, dann können sekundäre Gründe oder die Gründe, die bislang eigentlich immer eine sekundäre Rolle gespielt haben, wie zum Beispiel eben eine Repräsentationsfunktion, die können dann verstärkt einbrechen und eine verstärkte Rolle spielen. Und deswegen würde ich eben die Siegerkunst dann als ein typisches postmodernes Phänomen auch interpretieren. Würde ich vielleicht sogar zustimmen, weil das nochmal, der Punkt ist ja interessant, dass unsere beiden Begriffe jetzt mal versuchen, von außen zu beschreiben, bestimmte Veränderungen, Entwicklungen, Zustände in der heutigen Kunstwelt, dass das also jetzt beides nicht Begriffe sind, die von Künstlern selbst geprägt wurden, so wie die meisten Begriffe in den Avantgarden, in den Zeiten der Ismen, wo die Künstler oder eng mit ihnen zusammenarbeitende Kritiker, Theoretiker die Begriffe geprägt haben, also schon klar war, da ist eine Programmatik dahinter. Sie würden wohl jetzt auch nicht sagen, dass Damien Hirst, der für Sie Gehaltsästhetiker ist oder Ai Weiwei, dass die jetzt programmatisch das verkünden, sondern Sie beobachten, da gibt es andere Schwerpunkte in der künstlerischen Arbeit als eben noch ein paar Generationen davor. Genau. Und genauso ist mein Begriff jetzt einer, wo ich versuche, von außen was zu beschreiben, einen bestimmten Typ von Kunst oder noch eher erstmal weit eine bestimmte Umgangsform mit Kunst. Sie haben es ja am Anfang auch nochmal zitiert, dass Siegerkunst nach meinem Verständnis Kunst von Siegern für Sieger ist und weil sollte man mal von denen ausgehen, die sollen sich dafür interessieren, die sie kaufen, die sie die sollen damit auch so eine Markierung abgeben und da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob wir noch mit dem Begriff der Postmoderne so glücklich weiterkommen. Nein. Da ist es für mich jetzt erstmal interessant zu sehen, dass es da wieder plötzlich Ähnlichkeiten gibt zu einer vormodernen Zeit, dass eben diese Rolle der Repräsentation wichtig ist, dass auch vom Künstler was anderes erwartet wird, nicht unbedingt mehr jetzt so dieser autonome Geist, sondern jemand, der bereit ist, was im Auftrag zu machen, jemand, der sich auf verschiedene Situationen und Aufgaben einlässt, der durchaus insofern in mancher Hinsicht einem alten Hofkünstler vielleicht sogar sich wieder annähert
und auch damit vieles über Bord geworfen hat, was für den modernen Künstler oder für das Selbstverständnis des modernen Künstlers auch noch ganz, ganz üblich war. Ohne aber, dass dieses Überbordwerfen eben so ausdrücklich oder programmatisch passiert. Das passiert oft auch schleichend in den Künstlerbiografien und wird vielleicht auch nach außen kaschiert oder nicht so offen ausgesprochen oder wird zum Konzept erklärt, um es irgendwie noch so vielleicht auch als was anderes erscheinen zu lassen, als es tatsächlich ist. Und für mich wäre das vielleicht Zeichen so einer Übergangsperiode, in der wir uns gerade befinden. Ich glaube, es wird sich vielleicht in den nächsten Jahrzehnten eben entscheiden, ob das nur so ein kleines Phänomen war und so der große auch Ideenpool der Moderne attraktiv genug bleibt, um das wieder an sich zu ziehen, oder ob vielleicht das, was jetzt so als Siegerkunst so ein bisschen auf der Kippe steht, irgendwo mündet in etwas, was sich überhaupt nicht mehr unterscheiden lässt von Design, von irgendwelchen Formen, die wir heute weit angewandte Kunst nennen, oder überhaupt von irgendwas anderem, was einfach nur statussymbolisch aufgeladen ist, was teuer ist, was unter Luxus firmiert. Und das glaube ich sogar eher, dass es in die Richtung geht, dass also quasi dieser Teil, den wir jetzt noch der viel Aufmerksamkeit kriegt, natürlich durch die hohen Preise, aber weil es irgendwie wir noch alle mit dem Blick der Moderne auf die Kunst gucken, irgendwie noch auch in jeder Arbeit von Murakami oder von Jeff Koons irgendwie dasselbe suchen, was wir eigentlich so, wo wir trainiert sind seit 200 Jahren, was wir in Kunst suchen, dass man da irgendwann müde wird und das vielleicht auch aufgibt und dann tatsächlich eben dieser Unterschied zwischen einer Kunstkultur und irgendeinem Designerstück nicht mehr maßgeblich ist und dann spätestens eben der Punkt auch erreicht sein wird, wo darüber nicht mehr groß geschrieben wird, so wenig wie über jede neue Lampe eines Designers ein Expertenstreit ausbricht, wie das jetzt zu deuten sei, so wenig wird es dann vielleicht eben auch noch über diesen Typ von, was jetzt noch Kunst ist, noch große Exegesen geben. Ja, also ich bin auch sehr glücklich, dass Sie mit dem Begriff der Siegerkunst eigentlich ein Äquivalent für Postmoderne geprägt haben. Sagen Sie. Ja, und zwar deswegen, weil Postmoderne auch wie alle Begriffe, die mit Post beginnen, ist ja ein Verlegenheitsbegriff. Also man nennt etwas Post, wenn man nicht weiß, was danach kommt. Und Siegerkunst beschreibt schon viel genauer die Mechanismen, mit denen man zeitgenössische Kunst jetzt beobachten kann. Jetzt, in Ihrem Buch ist es nicht ganz so offen gelassen. Also die rhetorische Kraft und die polemische Stärke dieses Buches besteht ja vor allen Dingen darin, in der starken Behauptung, dass tatsächlich auch die moderne Kunst zu einem Ende gekommen ist, dass das Paradigma der Moderne zu Ende ist und von der Siegerkunst abgelöst wird. Das ist ja die sehr starke Behauptung und das ist ja auch das Provokationspotenzial, das das Buch betrifft. Und das würde ja genau auf das hinauslaufen, was Sie sagen, dass am Ende Hochkulturkunst einfach in Luxusgut übergeht. Was Sie ja genau schon mit dem Begriff der Siegerkunst gut beschreiben. Und die Frage ist eben, ist das tatsächlich der Fall? Und da haben wir einfach grundverschiedene Prognosen eigentlich. Mhm. Denn ich habe ja genau so eine Prognose, die auf die zeitgenössische Kunst, wo wir uns so ziemlich einig sind, wie sie funktioniert, beschreibt. Also ich würde ja auch die Beschreibung der Siegerkunst nicht in Frage stellen, aber ich würde eher diesen letzten Schritt in Frage stellen, den Sie einerseits da gehen, dass Sie eben sagen, die gerade deswegen brauchen wir nicht mehr Theorie. Also meine These ist, wie Sie so schön gesagt haben, ja gerade wenn die Kunstwerke freigesetzt wird als gehaltsästhetische Kunst, dann bedarf es mehr Theorie, dann ist sie theoriebedürftiger. Und zum Zweiten, gibt es einen Moment in Ihrem Buch, wo ich glaube, es gibt so etwas wie subversive, disruptive Kräfte in dem ganzen Schema. Und zwar
das ist auch sehr interessant und überzeugend, die Maskierung der Siegerkunst als moderne Kunst, die ist ja notwendig. Was Sie jetzt in Ihrem Buch praktisch machen, ist eine Entzauberung. Denn wenn Sie vorführen, dass die ganzen berühmten Künstler, die wir als Heroen der Moderne wahrnehmen, eigentlich einer anderen Logik, nämlich der Logik der Siegerkunst, folgen, dann ist das ja ein Stück Entzauberung. Das heißt also, Sie entziehen der Siegerkunst ihre Legitimationsgrundlage. Sie arbeiten gegen die Siegerkunst. Und die Frage ist natürlich, hält sie das aus? Hält sie einen solchen Legitimationsverlust aus? Was passiert, wenn die Ressourcen, das symbolische Kapital der modernen Kunst aufgebraucht ist? Und ich würde sagen, ja, dann entsteht einfach ein anderes Interesse. Selbst die Siegerkunstsammler möchten sich ja nicht über den Tisch gezogen fühlen, sondern sie möchten ja wirklich die zeitgenössische, aktuelle, wichtige Kunst kaufen, die dann auch Bestand hat. Und wenn sich eben herumspricht, dass 90% aller Werke, die in den Depots sind, unverkäuflich sind, weil sie einfach keinen Bestand haben. Und wenn es dann einfach noch kluge Kunstwissenschaftler gibt, die das als Siegermann-Kunst auch noch vorführen und labeln, ja, dann wird das Interesse an dieser Art von Kunst zurückgehen, und es wird auch ein viel kritischerer Blick und viel kritischerer Umgang mit dieser Kunst einsetzen, so meine Vermutung. Ja. Und es kann sogar so weit gehen, dass die Siegerkunstsammler, die es eigentlich auf eine Repräsentationsfunktion angesehen haben, sich rückversichern werden und zum Beispiel eine autonome Kunstkritik finanzieren, damit es wirklich auch sicher ist, dass sie das Richtige kaufen. Das haben wir immer schon getan. Ja, aber Sie kommen in der letzten Zeit mit der Komplexität der Situation nicht mehr ganz zurecht. Ja, gut, also erstmal nochmal zu, so wie Sie sagen, jetzt hier meinen Plot wiedergegeben haben, so ein Verhältnis Moderne, Postmoderne, wie Sie es nennen. Tatsächlich ist halt das Buch geschrieben aus so einer etwas verwirrt sentimentalen Haltung heraus von meiner Seite. Dass ich einerseits irgendwie auch natürlich froh bin, dass viele dieser Maßlosigkeiten, Übertreibungen, Ideologeme der Avantgarde sich erschöpft haben. Dass wir insofern so in einem, von mir aus ja, in der Hinsicht halt wirklich so einer postmodernen Zeit angekommen sind, wo man so auch diesen ganzen Programmen oder was bei ihm diese materialästhetische Phase ist, dass man dem jetzt nicht mehr so unglaublich viel Gewicht beimisst. Das sehe ich mal als eine Entlastung an, als ein Stück weit eine Befreiung an. Zugleich aber bin ich dann eben doch wieder sentimental, das stimmt, weil ich das Gefühl habe, oh, da oft wird vielleicht zu viel auf einmal gleich preisgegeben. Oder das, was jetzt offenbar wird, zeigt uns, dass die ganze Moderne eine unglaublich irrwitzige Konstruktion war. Dass es so nie eine Phase gab in der ganzen langen Geschichte der Kunst, wo man so viel von ihr erwartet hat, wo man so stark an sie geglaubt hat, an ihre Möglichkeiten. Das ist ja auch was Großartiges. Zugleich so der Ideologiekritiker in einem sagt, oh, endlich ist das vorbei. Und so, das sind so diese Ambivalenz, die so vielleicht auch die Motivation war, dieses Buch zu schreiben. Und in diesem Begriff der Siegerkunst auch so eine Ambivalenz unterzubringen. Lustigerweise das Wort Siegen ist ja fast in allen Kontexten in unserer Gesellschaft positiv konnotiert. Aber wenn man von Siegerkunst redet, dann sträubt sich noch was, weil man ja, Kunst hat doch, es geht um was anderes, da geht es nicht um Siegen, da geht es um Wahrheit oder da geht es um Läuterung oder da geht es um irgendwelche Ideale oder so. Und das finde ich schon ganz, ganz eigentlich bezeichnend. Das zeigt, wir hängen alle noch ein Stück weit in der Moderne, in dieser Prägung, in diesem Glauben an die Kunst. Und das ist sicher auch das, was diejenigen, die diese Siegerkunst sammeln, in Auftrag geben, um sich haben, oft auch noch antreibt. Und dass es natürlich vielleicht
es braucht einen gewissen Glauben an etwas, dass man so viel Geld dafür ausgibt, dass man so viel einfach auch weiter Infrastrukturen schafft als Sammler, der die Dinge ja auch bewahren muss und irgendwie pflegen muss. Und es ist ja eine riesige, nicht nur finanzielle, auch logistische, genau, und anderer Hinsicht so eine Aufgabe, die da Menschen übernehmen. Und das kann man vielleicht nicht erklären, anders als dass da noch auch so ein gewisser Glaube da ist. Aber das ist, glaube ich, jetzt nicht Spezifisches für diese Siegerkunst, sondern das gilt für die ganze Kunst der Moderne. Ich muss auch daran glauben, dass das schwarze Quadrat von Malevich jetzt irgendwas Besonderes ist. Natürlich. Und wenn ich daran nicht glaube, dann ist es für mich ein völlig wertloses Stück. Und das finde ich ja eigentlich auch diese große Herausforderung oder diese Art von Exerzitium, was moderne Kunst schon immer von uns verlangt hat, nämlich dass wir an sie glauben müssen. Und das ist jetzt bei Siegerkunst noch ganz genauso. Nur dass es halt jetzt interessant wird, weil entweder die Kunst vielleicht zum Teil so verfasst ist, dass es einem schwerer gemacht wird, daran zu glauben. Oder weil vielleicht auch nach und nach hier eine neue Generation von Käufern ins Spiel kommt, wo eben doch es nicht mehr so sehr eine Glaubenssache ist, der Umgang mit Kunst, sondern wo dann eben wieder diese letztlich vormodernen Interessen und Ansprüche an Kunst dominant werden. In der Vormoderne musste man an die Kunst auch nicht glauben. Da gab es objektive Kriterien, warum was gut war, warum was schlecht war. Dieses Schema von Schönem und Erhabenem, wie es bei Ihnen in Ihrer Geschichte vorkommt, zeigt es ja ganz schön. Es war fast schon objektivierbar auch. Und genauso kann man sehr gut, glaube ich, bemessen, wie repräsentativ ein bestimmtes Werk für eine bestimmte Person an einem bestimmten Ort heute ist. Und kann nachvollziehen, warum einer jetzt lieber sich für seine Villa Murakami kauft und der andere lieber einen Anselm Reile kauft. Also das sind auch wieder von mir aus ästhetische Werte in den jeweiligen Arbeiten. Das ist ein bestimmtes, vielleicht paradoxes Verhältnis zwischen Erscheinungsbild und Preis. Das sind solche Phänomene, die darüber dann Auskunft geben, welchen Statuswert, welchen Repräsentationswert ein Kunstwerk hat. Und ich glaube, diese Werte werden einfach wieder wichtiger, wie das in der Vormoderne auch war. Und dann brauchen wir aber auch nicht mehr Texte, die Werke erklären, interpretieren, legitimieren, die diese Glaubensstiftung immer wieder auch neu anfachen. Das wäre dieser Übergang. Ich glaube auch nicht an die große Blase, die da irgendwann platzt. Das hieß ja, plötzlich verschwindet der Glaube von einem Moment auf den anderen und die Blase platzt. Ich glaube nicht, dass es dazu kommt. Das wird sich, das, was ich Siegerkunst nenne, das schleicht sich vielleicht so nach und nach raus aus dem Bereich der Kunst und wird irgendwie immer mehr konform gehen mit eben Design und anderen Dingen, die irgendwie auch schön und teuer sind. Ja, womit der Siegerkunst, zumindest der Logik Ihres Buches zufolge, verschwindet ja die Kunst an sich von der Bühne der Weltgeschichte. Nee. Naja, aber zumindest sagen Sie nicht, was die Alternative ist, denn... Das stimmt, das sage ich in dem Buch jetzt nicht, aber ich mache schon deutlich, dass es... Und es darf nicht moderne Kunst sein. Also es ist auf keinen Fall, das Paradigma der Moderne hat ausgedient. Und die Siegerkunst verschwindet. Deswegen wäre es dann zumindest eine Leerstelle, von der man noch nicht mal etwas ahnt, dass es sie gibt, wenn man das Buch liest. Ja, also... Super-Siegerkunst. Das ist so die Kunst, die, wo sich der Kunstmarkt zu diesem Geldmarkt ganz angeglichen hat. Mhm. Und der Geldmarkt erfindet ja auch, Produkte oder macht schöne Erfindungen, die nur so lange funktionieren, solange sie nicht realisiert werden. Und das ist doch aber eigentlich schon bei der Kunst auch, bei Kunst dann doch auch inzwischen schon, die Kunstwerke gar nicht mehr realisiert, weil in dem Moment, wenn sie realisiert werden, verlieren sie ja schon etwas an Wert, ganz einfach, weil sie sich dem Risiko dass sie kaputt gehen, was weiß ich, ausgesetzt werden. Und da sind wir doch eigentlich schon bei der virtuellen Kunst. Ja, ich sehe es nicht so, aber... Es ist auch kein Wertvakuum, das passiert, sondern es sind einfach virtuelle Werte. Und vielleicht befinden wir uns dann sowieso mal in der Situation, dass es nur noch virtuelle Kunst gibt. Das ist auch nicht schlimm. Dann löst sich vielleicht auch die Kunsttheorie ein bisschen auf, weil es dann alles so individualisiert wird. Und wenn man dann keine Basis hat, auf die man sich einigen kann,
dann erübrigt sich das. Ja, also in meinem Schema, glaube ich, wird es jetzt nicht in so sich virtualisieren. Ich glaube, es ist schon ganz wichtig, dass sich die Kunst auch verkörpert, dass sie eben auch vielleicht in irgendeiner Weise gerade die Materialität auch wieder wichtiger wird. Entweder als was besonders Wertvolles, Teures oder als was besonders Trashiges und Verfallsanfälliges und damit auch wieder Pflegeintensives, wo jemand zeigen kann, wie viel Geld er Jahr für Jahr wieder ausgibt, nur um eine Arbeit in Stand zu halten, nicht nur um sie zu kaufen. Sondern da gibt es Sammler, die sich damit auch gegenseitig ausstechen oder in Konkurrenz treten. Und das ist aber wieder durchaus vergleichbar mit einer langen Tradition von höfischer Kunst, wo es auch darum ging, wer hat noch mehr Aufwand für irgendetwas, eigentlich nur ganz Ephemeres. Also wo solche Potlatch-Phänomene vielleicht auch eine Rolle spielen, aber andererseits eben auch, weil eine sehr dezidierte Luxuserfahrung eine Rolle spielt. Also dass ja viele dieser Menschen auch genießen, dass sie was tun, was eigentlich irrational ist, was ökonomisch völlig blödsinnig ist und sich diese Freiheit nehmen zu können, das zu tun. Und dann ist es natürlich gerade schön, wenn es was ist, was teuer ist, was nicht gedeckt ist, vielleicht auch das, was man sehen, spüren, erfahren kann. Aber es muss, glaube ich, trotzdem was da sein. Wenn es jetzt rein virtuell wäre, glaube ich, dann wäre dieses Besitzerlebnis nicht so ausgeprägt. Viel größer, wenn es Geld virtuell. Meinen Sie? Braucht man aber eine gute Einbildungskraft. In gewisser Weise schreiben Sie ja eine Dystopie. Also im Gegensatz zu einer Utopie. Ne? Das Schlechte, sagen wir, die schlechteste Welt ist in, oder das schlechteste Szenario wird da beschrieben. Und ich bin eigentlich überhaupt nicht so pessimistisch. Also ist es tatsächlich so, dass ich das Potenzial der modernen Kunst ganz anders einschätze. Mhm. Und also der zeitgenössischen Kunst ganz anders einschätze und eigentlich eine Möglichkeit zu entdecken, wie sich die Kunst im Modus der Moderne fortschreiben kann. Das ist die Grundidee der Gehaltsästhetik. Und ich würde auch mal jetzt meine Lanze für diese moderne Kunst oder für das Paradigma der Moderne brechen, denn auch Siegerkunstsammler leben nicht im luftleeren Raum. Das heißt, es ist ja, sie leben natürlich in einer Gesellschaft. Klar. Und diese Gesellschaft, soweit jetzt sich das absehen lässt, ist davon geprägt von einer zunehmenden Individualisierung, von einer zunehmenden Freisetzung auch der Subjekte, ihrer Herauslösung aus Arbeitsprozessen, es kommt zu einer Freisetzung von Freizeit, also es kommt zu mehr Freizeit, die Menschen leben länger, sie haben mehr Ressourcen, etwas mit ihrem eigenen Leben anzufangen, das heißt, sie müssen sich um ihre Sinnsuche kümmern. Und da denke ich, Kunst ist eine der großen Sinnressourcen und sie wird es auch in 100 Jahren noch sein. Und es gibt natürlich das Phänomen, der Siegerkunst. Und es gibt natürlich diese Form der Instrumentalisierung auch der zeitgenössischen Kunst für diese Repräsentationsfunktion. Das ist natürlich klar. Aber das ist ja keine Geschichte, die sich einfach selbst stabilisiert. Also das muss man ja irgendwie legitimieren. Ansonsten verliert sich dieser symbolische Wert. Und niemand interessiert sich mehr, zumindest von den einflussreichen und reichen Leuten. Und auf der anderen Seite gibt es ja eine in den westlichen Demokratien auch eine Schicht, eine Bevölkerungsschicht, die nicht nur mehr Freizeit hat, sondern auch immer mehr Bildung sich aneignen kann. Und warum sollte man sich mit primitiven Sinnangeboten zufrieden geben? Warum sollte man seine Lebenszeit nicht investieren in anspruchsvolle Kunst? Warum sollte es, wo es eine globale Vernetzung gibt, warum sollten sich nicht da Communities ausbilden, in denen eigentlich eine andere Form
von Kunst, also die zum Beispiel, die ich Gehaltsästhetik nenne, also die viel Reflexion fordert, vielleicht auch Kommunikation über das Internet, warum sollte die nicht entstehen und von einer größeren Fangemeinde unterstützt werden? Ja, also wir leben jetzt in einer globalen Welt. Warum sollte es nicht einfach weltweit 1000 Leute geben, die sich für einen vollkommen unbekannten Künstler interessieren und den unterstützen? Und wo es gerade ein Ansporn ist, die ein Höchstmaß an Reflexion mit dieser Kunst zu verbinden. Mhm. Gut, die gibt es, die wird es auch weitergeben. Die Frage ist, ob das dann noch gesellschaftlich relevant ist, wenn es weltweit 1000 Leute sind, die sich mit irgendeinem ästhetischen Phänomen beschäftigen. Aber vielleicht ist auch unsere Differenz auch daher rührend oder ihr größerer Optimismus daraus gespeist, dass Sie ja in Ihrem Buch, das hatte ich unterschlagen oder vergessen zu sagen, ja nicht nur eine Theorie oder eine Geschichte der bildenden Kunst vorlegen, sondern wirklich der Künste insgesamt. Also es kommen bei Ihnen genauso Beispiele aus der Literatur, aus der Musik, ja, aus dem Theater, aus der Lyrik, wie aus der bildenden Kunst. Also Sie haben offenbar auch, ja, die gehen davon aus, dass man alle Künste unter denselben Plot bringen kann, also dieselbe Geschichte erzählen kann und deshalb jetzt auch in den verschiedenen Gattungen wir an einem selben Punkt auch stehen, während ich mich tatsächlich ganz klar auf die bildende Kunst beschränke und das auch sehr bewusst mache, weil ich glaube, dass die Situation der bildenden Kunst gerade in der heutigen Situation eine andere ist als die zum Beispiel der Literatur oder der Musik, der verschiedenen Formen von Musik, dass es der bildenden Kunst eben jetzt wieder irgendwie auch zum, wenn man sehr pathetisch sagen wollte, zum tragischen, ihr Schicksal wieder einholt, dass sie eben etwas ist, was auf Unikate angelegt ist, was materiell gebunden ist, was deshalb viel stärker immer eigentlich über einen wahren Charakter definiert ist als jetzt andere Formen von Hochkultur. Und dass deshalb diese ganzen Phänomene, wo Markt und Preise so wichtig werden können, wo Besitzen eben so entscheidend sein kann, dass diese Phänomene eben jetzt so sichtbar werden hier. Und deshalb in der bildenden Kunst sich etwas ereignet, wo sie in der Literatur sich schwer tun würden, Vergleichsbeispiele zu finden. Wobei selbst hier, ich denke schon, es gibt einzelne Fälle, wo man sieht, es gibt den Versuch, es gibt so eine Faszination, die Mechanismen der bildenden Kunst zu übertragen. Also letztes Jahr hat Wolf von Ratschek einen Roman geschrieben, der dann nur für einen einzigen Leser war, einen Sammler aus Wien, der diesen Roman gekauft hat für, ich glaube, 60.000 Euro. Und nur dieser eine Mensch kann diesen Roman lesen, so wie eben sonst nur ein Mensch ein Bild von Neo Rauch sich anschauen kann, der es gekauft hat. Da wird versucht, jetzt sowas zu übertragen in andere Bereiche. Das sind aber absolute Ausnahmen und ich glaube nie, dass das Schule machen wird und irgendwann Großteil der Literatur nur noch exklusiv für einzelne Sammler geschrieben wird. Aber in der bildenden Kunst sozusagen ist es kaum zu umgehen, dass es so läuft. Und da sieht man vielleicht auch nochmal, die Moderne in ihrer Faktizität war nie so rein und ideal, wie die ganzen Programme waren. Aber es war zumindest der Versuch in der Moderne, auch die bildende Kunst von diesen materiellen und ökonomischen Kategorien ein Stück weit zu befreien. Die größte Institution der Moderne war das Museum. Also der erste und einzige Ort in der Geschichte der Kunst, wo man Kunst anschauen konnte, unabhängig davon, welchen ökonomischen Status man selber hatte. Und wo überhaupt dann eben erst diese Figur des Rezipienten entstehen konnte. Das ist was völlig Einmaliges. Und jetzt kommen wir auch natürlich in eine Zeit, wo in gewisser Weise das Museum vielleicht auch in der Krise steht und wo aber sich eben wieder diese Formen durchsetzen, wo bildende Kunst so stark mit Besitzen verkoppelt ist. Und das ist eben der große Unterschied zu Literatur, Musik oder diesen anderen Formen. Und deshalb würde ich an der Stelle am ehesten Mal auch ein Problem mit Ihrer Darstellung, dass Sie diese eigentlich Unterschiede zwischen den verschiedenen Formen von Hochkultur aus meiner Sicht unterspielen und deshalb überhaupt zu so einer Gesamttheorie nur kommen können. Okay, den Ball muss ich zurückspielen, denn es gibt einen Punkt, wo
wo sie die repräsentationale Kunst einfach auch unterkomplex beschreiben. Mhm. Unter diesem Begriff repräsentationale Kunst verstehen sie eigentlich den Repräsentationscharakter, den die Kunst für den Adel gespielt hat. Also Repräsentation von Status, von Macht, Reichtum. Das war aber gar nicht der Fall, sondern unter repräsentationaler Kunst versteht man immer noch eine andere Seite, dass nämlich diese Kunst Weltbilder repräsentiert hat und sie auch erschlossen hat. Und zwar vom Mittelalter bis in die Moderne. Das heißt, diese reflexive Funktion, die in der Moderne so hervortritt, die hat immer die entscheidende Rolle gespielt. Sie hat auch in der mittelalterlichen Kunst in gewisser Weise eine entscheidende Rolle gespielt, denn die Bilder, die Altarbilder, das waren ja die Informationen, die man den Analphabeten gegeben hat, damit sie die Heilige Schrift verstanden haben. Also es ging auch da um eine reflexive, weltbildprägende Funktion. Und diese Funktion, würde ich sagen, war vielleicht sogar noch wichtiger als diese Repräsentationsfunktion, warum Adlige ihre Bildersammlung angelegt haben. Also das ist ein Aspekt, wo ich auch finde, dass wo ich sagen würde, das ist ein rhetorisches Moment ihres Buches, das einfach rauszulassen. Denn wenn man das mitbedenkt, wird der Unterschied gar nicht mehr so scharf. Gut, ich mache ja an einer Stelle mal so ein bisschen präziseren historischen Vergleich, wo ich die Formen des Manierismus gegenüberstelle gewissen Ausprägungen heutiger Siegerkunst und da versuche, weil auch diesen Begriff der Repräsentation ein bisschen komplexer zu beschreiben. Und da würde ich Ihnen natürlich recht geben. Es geht nicht nur darum, dass jemand zeigt, oh, ich bin jetzt Fürst oder ich bin reich oder ich habe die und die Kontakte da und dahin und deshalb hängt da dieses Bild bei mir. Das wäre tatsächlich unterkomplex. Natürlich geht es hier auch um Weltbilder, um Haltungen, um Werte, Tugenden. Der ganze Humanismus hat ja auch ihre Relevanz. Und darum geht es heute natürlich auch. Der eine will mit einem Stück Kunst, was er kauft, zeigen, wie cool er ist. Der andere möchte noch irgendwie ein Bekenntnis zu einem bestimmten bildungsbürgerlichen Programm damit bekunden. Der dritte möchte eben eher zeigen, was er für eine riesen Infrastruktur hat, um bestimmte Werke überhaupt aufbauen, instand halten zu können. Das sind ja durchaus auch unterschiedliche Dinge, die da nochmal sich repräsentieren. Der eine möchte wirklich vor allem sein Geld zeigen, der andere möchte vom Geld vielleicht eher ablenken, indem er sich jetzt für Kunst entscheidet. Also das würde ich jetzt nicht über einen Kamm scheren. Aber das Entscheidende ist für mich schon bei diesen ganzen Formen von Siegerkunst, dass es nicht mehr primär darum geht, um es nochmal so in Ihrer Terminologie zu sagen, welche spezifische ästhetische Erfahrung habe ich als derjenige, der diese Kunst jetzt zum Beispiel kauft, wenn ich mich jetzt still vor dieses Werk setze. Für Sie ist doch immer noch so das einzige so ein gültiges Verhältnis erstmal oder so die einzige Frage, auf die man letztlich die Bewertung von Kunst reduzieren kann, was passiert mit mir als Betrachter, wenn ich mich diesem Werk aussetze? Na, ich gehe einfach davon aus, dass dieses Paradigma sich nicht erschöpft hat, sondern dass es reformuliert werden kann und dass es bereits vorliegt, dass diese Werke bereits existieren. Ja. Wo also komplexe Synthesen in diesen Werken anzutreffen sind und wo es einfach auch eine gewisse intellektuelle Anstrengung und einen gewissen intellektuellen Spaß auch braucht, diese Werke zu enträtseln. Ja, wobei zum Beispiel ja einer ihrer Helden für Gehaltsästhetik Ivar Wei ist, wo ich jetzt mich eher frage, die ganzen Aktionen der letzten Zeit, ist das nicht eher symbolische Kunst, um auch nochmal Ihren anderen Begriff zu bringen, ist das wirklich Gehaltsästhetik? Okay, oder ist es schlechter Journalismus? Also da gibt es einfach ein kategoriales Problem hier, denn bei Ihnen wird man gewissermaßen als Siegerkünstler kategorisiert und dann macht man Siegerkunst. Und ich glaube, das ist gar nicht der Fall, sondern wenn man sich die Werke anschaut, muss man sich jedes Werk konkret anschauen. Mhm. Und Damien Hirst ist nicht einfach ein Siegerkünstler oder IWW macht nicht einfach Gehaltsästhetik. Es ist richtig, dass die meisten Arbeiten von IWW sehr direkte politische Kunst sind, die ich überhaupt nicht als Gehaltsästhetik in meinem Verständnis so schätzen würde. Aber zum Beispiel Dropping a Han Dynasty Vase. Das ist ein Werk, was ich auch im Buch bespreche. Und
Also einmal, weil eine alte chinesische Vase hält, sieht man auf dem ersten Foto, und auf dem zweiten Foto lässt er sie fallen, und auf dem dritten Foto sieht man, wie sie natürlich kaputt gegangen genau. ist. Genau. Ja. Und vielleicht kann ich das mal kurz erläutern. Das ist eben nicht einfach politische Kunst, sondern der politische Aspekt kommt eigentlich erst ganz zuletzt, sondern zunächst einmal ist es eine Imitation, eine Nachahmung der chinesischen Kulturrevolution. Mhm. Also genau. Zerstörung der Tradition. Ja. Danach, zweitens ist es aber auch eine Anspielung oder ein Kommentar zur Ready-Made-Kunst. Also die Vase, das Ready-Made, wird nicht einfach ausgestellt, sondern mit ihr wird etwas gemacht. Sie wird fallen gelassen. Drittens ist dieses Werk eben auch eine Anspielung oder eine Imitation des Prinzips der Avantgarde. Tradition zerstören, Tabula rasa machen, von vorn anfangen. Viertens hat es eine sehr interessante ästhetische Dimension. Also man kann sich einfach immer vorstellen oder das Gedankenexperiment machen, würde dieses Werk aussehen, wäre es zum Beispiel in Farbe aufgenommen. Dann hätte man nicht die Assoziation zur Kulturrevolution. Also das war mir wichtig. Dann ist es natürlich auch eine Art eine Ereignisästhetik. Ja? Also es ist ja überraschend, eine frei fallende Vase zu sehen. Das sieht man einfach nicht. Das ist irgendwie neu. Als visuelles Erlebnis ist das ein Ereignis. Und schließlich gibt es eben auch eine politische Dimension, denn die chinesische Kulturpolitik orientiert sich ja nicht mehr an der Kulturrevolution, sondern man ist ja jetzt eher daran interessiert, eine Verbindung zum Kaiserreich und zur großen chinesischen Tradition herzustellen. Also man versteht sich ja viel mehr als ein imperialistisches Reich mit einer großen Geschichte. Und wenn dann Ai Weiwei die Vase, also dieses Traditionsgut, dieses Museumsgut nimmt und zerscherbelt vor den Augen aller, dann ist es eine Provokation. Und das ist die politische Dimension. Das heißt, dieses eine Werk hat zumindest 5 Dimensionen und es verschränkt diese 5 Sinndimensionen. Und das ist, ich finde es großartig. Es ist auch sehr, es ist auch ein Glücksfall. Und die meisten Werke von Ai Weiwei haben diese Dimension nicht. Und auf der anderen Seite gibt es jemand wie Damien Hirst, wo man sagen würde, ja, das ist der Siegerkünstler schlechthin, ja, der das große Rad dreht und dem es nur um Geld geht. Und das glaube ich eben auch nicht. Es gibt zwar so Sachen wie diese Punktebilder, ja, wo es einfach wirklich nur darum geht, die Geldmaschine am Laufen zu lassen. Aber es gibt eben auch sehr viele Werke, die sehr intelligent und vielschichtig und polykontextual und komplex sind. Und das ist, das muss einfach nur erschlossen werden. Und ich würde auch sagen, dass Damien Hirst also zu Recht berühmt ist, weil er auch richtig gute Kunst macht. Ja, vielleicht gibt es einzelne Arbeiten, die wirklich gewisse Komplexität haben. Trotzdem wäre für mich auch ein Inbegriff des Siegerkünstlers insofern, als er weit auch noch tatsächlich mehr als fast alle anderen, die unter dieses Label ich setzen würde, daran gearbeitet hat, den Kunstbetrieb so zu verändern, dass er eigentlich so ein Phänomen wie der Ziegerkunst noch zuarbeitet. Also wenn man daran denkt, dass Hirst der Erste war, der selbst mit seinen Werken eine große Auktion organisiert hat, allen Galerien vorbei, dann war das ja auch der Versuch, seine Werke jetzt eben nicht mehr denen vielleicht zukommen zu lassen, die als Sammler sich schon ein bestimmtes Renommee erarbeitet haben, die man kennt als zuverlässige, auch intellektuelle Größen des Kunstbetriebs, also wo die Galeristen ja dann doch oft entscheiden, wenn die Nachfrage groß ist, nicht nur nach dem Geld, sondern eben wo passt was hin, in welche Sammlung und wer ist vielleicht ein zuverlässiger Sammler. Indem das dann an den Galerien vorbei, in dem Auktionshaus verkauft wird, ist klar, dass jetzt nur noch der Faktor Geld zählt, wer die Arbeiten letztlich bekommt. Und das ist so ein Mechanismus, der hier sich etabliert hat, nicht zuletzt eben durch jemand wie Hirst, der dem, was ich Siegerkunst nenne, extrem entgegenkommt oder zuarbeitet. Hier würde ich, an dem Punkt würde ich einfach den Künstler in Schutz nehmen. Jetzt sagen Sie, das ist Konzept, klar. Weil man es ja auch so lesen kann, dass er eigentlich die Siegerkunst vor sich hertreibt.
Also die Siegelkunst ist da natürlich eine, das ist natürlich auch ein ökonomisches Gebilde mit Galerien, mit Auktionshäusern, mit den ganzen Bekannten, mit den reichen Sammlern und diesen Freundeskreisen. Und er unterläuft es damit auch. Ne, und hat, das Unterlaufen sehe ich nicht. Ich sehe das wird affirmiert und wird nochmal gesteigert. Oder, naja, er nutzt es für sich aus, aber es ist sehr schwer. Aber ich glaube, dieser Zug destabilisiert dieses ganze System auch. Also in dem Sinn. Sie melden sich schon ganz lange dazu. Ich würde gerne die beiden Autoren auf eine größere Schiene bringen. Noch größer. Altamira und Lascaux. Vor 50 Jahren gab es die Diskussion, die sie führen, in New York. Und da gab es eine sehr oft zitierte, intelligente Antwort, wo Barnett Newman sagte, naja, letztendlich kümmert es die Vögel, die Bohne, was die Ornithologen sagen. Ja? Und vor 100 Jahren, weil Sie jetzt Al-Waiwai so soziologisch interessant finden, vielleicht auch weil er ein Aktivist ist und so, ich halte das für relativ unwesentlich, genau vor 100 Jahren, also im nächsten Jahr, hat Richard Matt ein Pissoir in eine Ausstellung geschmuggelt, wo er selber Juror war, Marcel Duchamp. Dieses Pissoir ist sozusagen einfach nur auf einen Sockel gestellt worden, mit der Behauptung, wenn es auf dem Sockel ist, in einer Ausstellung, ist es Kunst. Es ist nie ausgestellt worden, es ist nur fotografiert worden. Ja. Und es ist 30 Jahre verschwunden und er hat dann wiederum seiner Schwester geschrieben, sie möge auf dieses Pissoir Acht geben. Die hat das aber, die hat ihren Bruder geglaubt, aber hat es trotzdem auf den Müll gegeben. In jedem Falle ist heute der Blickwinkel auf dieses Objekt, was Fountain genannt wurde, ein vollkommen anderes. Also ich kann mich erinnern, ich habe als Schüler auf dem Bau gearbeitet und da gab es diesen doofen Spruch, die mussten so Toilettenartikel da hochtragen, nicht am Aufzug. Alles da, nur kein Damenstehpissoir. Das heißt, heute haben wir einen vollkommen anderen Blick auf ein Pissoir. Und das ist, hat sich quasi der ganze Sekunde, sie sprengt immer nur vom Markt, nicht von Ideengeschichte. Und das Phänomen, was natürlich heute geschieht, ist, dass es so sehr eine Marktgeschichte geworden ist, dass es eine Riesenhypothek ist für aktuelle Kunst. Und dass 99% ziemlich banal und blöd erscheint, weil es einfach nur betriebsbedingt produziert wird. Aber die wirklichen radikalen Momente sind noch immer unverbraucht. Und Sie können ja auch die Frage stellen, im Gegensatz haben wir es gemacht, wenn man nicht an das schwarze Quadrat glaubt, was ist es? Aber da gibt es noch immer eine Diskussion. Ist das sozusagen anthropologisch aus der Religion bedingt, ökonomisch? Ist es eine abstrakte Behauptung? Ist es eine religiöse Frage, eine philosophische Frage? Und insofern fände ich es besser, wenn Sie sich mehr auf das beziehen, sozusagen, wie es gedacht wird, also aus der Perspektive derer, die es tun, gegen alle Widrigkeiten. Und es gibt ja auch Künstler, die vollkommen auf der Mode sind und plötzlich zu Lebzeiten wiederentdeckt werden. Also insofern, Sie haben jetzt gemeinsam eine Schnittmenge, aber die macht die Gesamtdarstellung ein bisschen weniger komplex, als sie ist. Ja, gut. Ja. Jetzt muss ich kurz mal tatsächlich auch die Kunsttheorie verteidigen. Wenn Sie hier Barnett Newman zitieren mit dem Satz, den Vögeln ist es egal, was die Ornithologen über sie schreiben. Ich glaube, den Vögeln kann es überhaupt nicht egal sein. Weil ohne Ornithologen hätten wir sowas wie rote Listen überhaupt nicht, auf denen vom Aussterben bedrohte Vögel eigens erstmal aufgelistet sind, und wo dann viel getan wird, dass sie überleben. In dem Sinn braucht auch der Kunstbetrieb uns Theoretiker, um... Ja, aber ohne Ornithologen wäre es noch viel mehr zurückgegangen. Wir würden das vielleicht nicht so merken. Und, da bin ich nicht sicher. Ich schon. Es gibt Aussagen von sehr progressiven Leuten, die man auch reaktionär einschätzt. Ja, ja. Wenn Cage sagt, versuche nicht die Welt zu retten, du machst sie nur schlechter. Wenn das Franz Josef Strauß sagt, graus es uns. Wenn es Cage sagt, hat es eine andere Bedeutung. Also insofern, glaube ich, wäre es interessant, wenn Sie sich nochmal für das Publikum auf einer anderen Ebene bewegen. Wo nicht die Frage, ob das da sind, sondern wo es kracht.
Das kracht. Okay. Wir haben ja schon versucht, ein paar Differenzen rauszuarbeiten, ohne dass es gleich gekracht hat. Das stimmt. Aber vielleicht gibt es ja noch andere Fragen aus dem Publikum. Ja. Also wir arbeiten uns mal von vorne nach hinten, bitte. Ja, ich hatte eine Frage. Also mir ist die Kategorie, diese neue Kategorie Siegerkunst, nicht nur sympathisch, beleuchtet sie auch ein, jeweils für einen bestimmten Teil. Wenn wir uns aber hier umgucken, meine Frage, an wen richtet sie sich eigentlich? Es scheint mir innerakademisch oder innerreflektorisch zu sein, denn wenn ich mich hier umgucke, dürfte es kein Käufer einer Siegerkunst geben. Das ist das Erste. Das Zweite ist mir die... Es gibt einige wenige, also es wird 1% vielleicht. Ich weiß auch, da kann man natürlich. Aber die Mehrheit ist, dürfte das intellektuelle mittelständische Milieu sein und das ist nun nicht unmittelbar betroffen von der Siegerkunst dabei. Das Zweite, es macht mir die Kategorie ist mir sympathisch. Ich überlege schon seit einiger Zeit, wie man sie übertragen kann auf einen ganz anderen Bereich, der eigentlich zur Kunst gehört oder jedenfalls wird reklamiert, dass er zur Kunst gehöre, nämlich auf die Architektur, auf die gegenwärtige Architektur. Da ist eben auch eine Doppelbelichtung, also die Kunstexperten, die kunsthistorischen Experten, die allergrößten Scheußlichkeiten schön geredet haben und wir haben sie immer noch evident vor Augen, dass man sie eigentlich abreißen müsste. Das ist die eine Seite und dann ist dieses gigantische Geld, was unterwegs ist, was das ganze liquide Vermögen ist, diese Eye-Catching Architecture, diese Signature Architecture zu Wege bringt, die eigentlich auch nur noch gebaute Ornamente sind. Ne? Aber was ist da eigentlich passiert und wie kann man das, also da grüble ich eine ganze Zeit schon drüber, wie man das mit der Siegerkunst beschreiben kann. Dann kommt drittens dazu, der Titel ist denkbar schlecht, weil er eben die Leute, die es eigentlich betreffen sollte, abstößt. Sie sagen lange zu Recht, also keiner würde sich selbst als Sieger der Gesellschaft oder eben als Siegerkünstler bezeichnen dabei, weil das so pejorativ besetzt ist, gerade in diesem Bereich von ästhetischen Produktion und ästhetischer Rezeption dabei. Ja. Aber diejenigen, die also solche, was weiß ich, höchst bestandene Wirtschaftsanwälte, die also eigentlich auch dann in diese Kategorien oder Bankdirektor, die würden sich dann wahrscheinlich nicht mit diesem Essay oder mit diesem Gedanken irgendwie konfrontieren, weil sie sich nicht identifizieren würden als Siegerkünstler oder als Sieger, als Käufer von Siegerkünstler zu stellen. Ja, ja, gut. Da stimme ich Ihnen zu. Vielleicht, also das war mir auch bewusst. Vielleicht würde ich das aber auch gar nicht so sagen. Sie hätten mir das ja wohlwollenderweise unterstellt. Ich hätte hier so ein Aufklärerisches auch schreiben wollen. Weiß ich gar nicht, ob das ja, aber das wirkt zumindest aber polemisch. Es ist polemisch vielleicht schon ein Stück an der Stelle. Den Begriff Siegerarchitektur dürfen Sie gerne publik machen und nutzen, finde ich gut. Dann sind wir schon, können wir von zwei Seiten mal an das Phänomen rangehen. Was Sie am Anfang gesagt haben, dass es ja eigentlich jetzt noch hier im Raum eh niemanden betrifft, direkt vielleicht nicht, aber indirekt natürlich schon. Weil wenn Sie einfach mal gucken, und das war für mich auch so einer der Ausgangspunkte, wie stark diese bezogen auf die Gesamtproduktion von Kunst, relativ kleine Zahl an Künstlern in der ganzen Kunstberichterstattung ist, in den Feuilletons, wie sehr sich aber natürlich auch viele Ausstellungshäuser darum kümmern, irgendwie eine Ausstellung von so jemand zu kriegen und sich lieber dann vielleicht auch mit riskante Verträge und Geschäfte und Leihgaben mit Sammlern einlassen, weil sie wissen, dass das natürlich doch die Art von Kunst ist, die heute vielleicht den größten Faszinationswert auch hat. Und zwar einfach deshalb, und da werden wir wieder fast bei einem neoaristokratischen Phänomen. Deshalb glaube ich, hat es so eine Faszination, weil wenn die Leute jetzt in eine Ausstellung gehen und wissen, das ist jetzt diese ganz teure Kunst und vielleicht auch noch von irgendwelchen relativ prominenten Sammlern als Leihgabe gegeben, dann hat es einen Glamour-Faktor, den kaum was anderes so haben kann. Und dann sind wir eben interessanterweise wieder
weg vom Rezipienten der Moderne beim Besucher der Vormoderne. Also so wie der Besucher kam ins Schloss und hat gestaunt und war eingeschüchtert und war aber auch fasziniert davon, was ihn da Großes erwartet. Und es war so eine Mischung von attrahiert sein und auch so auf Distanz gehalten sein. Und ich glaube, das passiert ja da auch wieder. Das heißt, diese Art von Kunst hat eine sehr große Aufmerksamkeit und drängt ja vielleicht vieles andere, was parallel passiert, relativ an den Rand der Aufmerksamkeit. Und deshalb, glaube ich, müssen wir schon drüber diskutieren. Wollen wir das? Gibt es Gegenmechanismen dazu? Wir in Deutschland haben noch relativ eine Infrastruktur zum Beispiel mit Hunderten von Kunstvereinen, die Gegenprogramme machen, ob die jetzt immer wirkungsvoll sind oder nicht, sei dahingestellt. Aber es gibt noch andere Formen von Kunstöffentlichkeit, die aber, wenn man mal guckt in den Kunstmagazinen, in den Feuilletons und so, einfach nicht so zahlreich vorkommen und eben auch wirklich nur so ein Spartenpublikum, diese paar hundert Leute interessieren, wo man dann natürlich auch wieder zurecht fragen kann, ist es legitimiert, dass dafür jetzt so viel öffentliche Gelder verwendet werden, wenn das so ein Spezialinteresse nur von ein paar wenigen Leuten ist. Sie nehmen das Salz in Ihre argumentativen Suppe ja durch dieses ökonomische Argument, ja, dass die Umsatzstärke dieses Kunstmarktes unglaublich stark ist. Warum sagt Popanz Kunst mit bildender Kunst gleichzusetzen? Ich bin fest überzeugt, ja, dass AC/DC in den letzten 38 Jahren mit ihrem Schrottrock mehr Geld gemacht haben als ihr gesamter komischer Kunstmarkt in den letzten 100 Jahren. Oder ein guter Roman von David Foster Wallace, der 500.000 Mal verkauft wurde, schwieriges Riesenkunstwerk, ist ja weitaus umsatzstärker als dieses ganze Flachware hier. Warum sind Popanz immer nur auf die bildende Kunst? Ja. So ein Argument mit der Architektur für eine Elbphilharmonie, dieses bisschen bizarre Ding da auf Verkehr wieder. Spitze. Da können Sie doch den gesamten Kunstmarkt westlich von Kathmandu für aufkaufen. Warum reden Sie da so über diese Verdinglichung des gesamten Spektrums? Der Unterschied ist gerade sehr wichtig. Also Sie würden recht haben, von der Summe her hat irgendein Popsänger natürlich vielleicht sogar mehr verdient als irgendein Kunst. Aber gut, das bin ich mir nicht sicher. Aber von mir aus wird es ungefähr gleich sein. Aber es ist, glaube ich, ein großer Unterschied, ob jemand von 10 Millionen einen Euro kriegt oder ob jemand von 10 eine Million kriegt. Das heißt, das Objekt, was hier dieses Geld erwirtschaftet, hat eine ganz andere Verfasstheit. Einmal ist es etwas, wo man sagen kann, gut, das erreicht jetzt offenbar viele Menschen. Das hat damit halt auch die Möglichkeit, die Identität einer Kultur wesentlich zu prägen, weil eben Millionen von Menschen dieselbe Musik hören und sich damit identifizieren und eben bereit sind, ihren Obolus zu zahlen. Also das hat eine andere Verankerung in der Gesellschaft als etwas, was vielleicht eben eine ganz kleine Elite für sehr viel Geld kauft, wo aber dann unglaublich viel Aufmerksamkeit auf diese Personen natürlich auch fällt, die das kaufen. Und wo aber auch klar ist, das, was hier gekauft wird, hat einen hohen Distinktionswert, ist eben gerade vielleicht nicht ein Massengeschmack, nicht mehrheitsfähig, sondern steht gerade in so einem Antagonismus dazu und hat damit eine ganz andere soziale Funktion. Und das finde ich eben schon wichtig und das sollte man nicht unterspielen. Und Siegerkunst, das steckt auch in dem Begriff drin, diese gewisse aggressive Dimension, das ist natürlich auch Kunst, die einen maximalen Distinktionsgewinn denen bringt, die sich damit umgeben. Und also die damit Siegermusik, André Rieu oder Stockhausen? Nee, gibt's nicht. Nee, Siegermusik gibt es für mich nicht. Es gibt Mainstream-Musik oder es gibt gefällige Musik, aber nicht Siegermusik. Oder nicht die Musik, die am meisten auf den Charts oben ist, ist nicht Siegermusik. Ich recherchiere über die Siegermusik. Okay. Ja, gut, okay. Jetzt haben wir Siegerarchitektur, Siegermusik. Wer hat noch was zu bieten? Und zwar, ich würde ganz gerne mal wissen, wie Sie die Rolle der nicht-westlichen Kunst in Ihrer jeweiligen Betrachtung einschätzen. Mhm. Haben Sie nur eine Chance, bei Ihnen eben auch sich an die Siegerkunst anzukoppeln und bei Ihnen eben an die Geheimästhetik oder der Rest ist Folklore oder nennt sich so? Oder wie schätzen Sie diese nicht-westliche Kunst, deren Rolle. Also, oder machen Sie erst? Also, aus der Perspektive der Gehaltsästhetik ist das ein interessanter Punkt, denn die moderne Kunst war natürlich europäische Kunst. Also, sie hat sich als schöne Kunst entfaltet in der Neuzeit und hat damit auch eine Sonderstellung eingenommen, was sich erklären lässt aus einer spezifischen Symbiose von Kunst und Technik, also die Erfindung des Fortepiano oder die Verwendung von Linsen
und Hohlspiegeln bei der Herstellung von Bildern. Das war entscheidend. Und deswegen konnte sich die europäische Kunst eben als schöne Kunst entfalten und hat damit auch eine Sonderstellung eingenommen. Und gleichzeitig ist die darauffolgende klassische Moderne auch europäische Kunst, weil sie sich nämlich in Negation zur schönen Kunst entfaltet hat. Also sie hat jeweils spezifisch schöne Kunst negiert und dabei eben neue Eigenwerte der Wahrnehmung entdeckt und Ereigniskunst und ambivalente Kunst und erhabene Kunst entfaltet. Und das ist die Kunst, die in den Museen zu finden ist, die Ausstellungsräume prägt, bis hin zur Konzeptkunst. Bei der Gehaltsästhetik geben sich aber ganz neue Möglichkeiten, denn jetzt sind ja die Themen das Entscheidende. Und deswegen führt die Gehaltsästhetik eben auch, oder sie reflektiert eigentlich und gibt diese Möglichkeit, dass sich zeitgenössische Kunst auch internationalisiert. Denn jetzt ist die Kunst eben nicht mehr orientiert an der Kunstgeschichte der europäischen Kunst wie bisher, sondern sie benutzt das Materialrepertoire, die Techniken, die sich angesammelt haben in dieser mehreren hundertjährigen Kunstgeschichte und thematisiert damit eben ihre spezifischen Gehalte. Das wäre aus meiner Perspektive also jetzt der Mehrwert, den man hat, wenn man gewissermaßen aus einer gehaltsästhetischen Perspektive darauf blickt. Gut, ich kann auch noch eine Antwort versuchen. Also die Globalisierung ist jetzt, denke ich, gerade auch im Bereich der bildenden Kunst ziemlich weit fortgeschritten in den letzten 20 Jahren. Das heißt aber, dass so noch mal deutlicher wird, wie sehr das, was wir Moderne nennen hier im Westen, eigentlich ein Sonderfall auch war. Und etwas war, was es jetzt hört, vergleichsweise in etlichen anderen Kulturen, die jetzt an diesem globalen Kunstbetrieb auch zunehmend teilnehmen, so nicht gab. Und sodass eben das noch mal eigentlich beschleunigend wirkt, die Globalisierung, um eigentlich diese ganzen Ideale, Begriffe, Haltungen der westlichen Moderne abzuschleifen, zu relativieren. Das kann man vielleicht an einem Phänomen ganz schön deutlich machen. Nicht zuletzt aufgrund der gestiegenen Nachfrage globalisierungsbedingt nach bestimmten Formen von Kunst sind auch hier im Westen eben wieder viele Künstler dazu übergegangen, dass sie ihre Arbeiten nicht mehr selber machen und in den Arbeiten sich jetzt ihr Geist, ihr Impetus, ihr Ethos direkt artikuliert, sondern sie geben das in Auftrag, sie delegieren das, sie stellen ganze Editionen her oder Varianten desselben Werktyps, also sie industrialisieren in gewisser Weise hier ihre Herstellungsform, was innerhalb des Paradigmas der Moderne so ein großes Problem gewesen wäre, dass der Künstler so weit in Abstand geht vom Produktion zum Schöpfungsprozess, was aber vielleicht in anderen Kulturen wiederum selbstverständlicher ist. Also hier gleichen sich Dinge an, aber eben auch in der Art und Weise, dass das Besondere der westlichen Moderne eben eher an Stellenwert verliert. Das wäre meine Antwort. Also Siegerkunst wird da doch begünstigt. Ja, ich würde aber noch ergänzen, dass eigentlich die europäische Moderne aufgehoben bleibt. Denn in den Werken, auf den vielen Kunstbiennalen, und auch bei der Siegerkunst bleiben ja konzeptionelle Ansätze auch maßgeblich. Und das heißt also, man hat die Techniken übernommen, aber sie werden gewissermaßen global verwendet. Also ich glaube nicht, dass das jetzt einfach, dass die Geschichte der Moderne einfach jetzt sich erschöpft hat und dass gewissermaßen die globalisierte Kunstwelt einfach mit der europäische Moderne bricht, sondern es eher anders. Sie ist aufgehoben, existiert sie fort, aber sie ist nicht mehr, sie kann gewissermaßen national oder international verwendet werden als Material. Ja, da bin ich sehr skeptisch. Also ich glaube gerade das, was Sie Gehaltsästhetik nennen, ist am wenigsten globalisierbar. Das ist am meisten abhängig von spezifischen kulturellen Bedingungen, Sozialisierungen und so und ist deshalb nicht transferierbar. Während was transferierbar ist und was in allen Kulturen die dieselbe Sprache spricht, ist das Geld. Also die Preise. Ja, aber diese Idee, dass gehaltsästhetische Kunst ja irgendwie konzeptbasiert ist, die hat sich ja auch international verbreitet. An allen Kunsthochschulen weltweit lernt man diesen konzeptionellen Ansatz. Das ist ja. Aber das ist doch eine Bankrotterklärung, das stimmt auch nicht, was Sie da sagen.
Also eine Kunsthochschule, die sozusagen die Tricks lehrt, ist doch ein Bankrotterklärung. Aber das ist aber Fakt. Total über die Oberfläche-Situation, aber nicht über die geistige Herausforderung, unter dem möglicherweise neue Kunst entsteht. Und die entsteht, die am Entstehen ist, nehmen wir möglicherweise gar nicht wahr. Genau. Das kann sein. Jetzt sollten wir, glaube ich, auch mal auf der Seite jemals zu Wort kommen lassen. Sie sich gemeldet. Genau. Ich versuche durch nicht ganz meine Not noch eine kleine Unterstützung für die Kunst zu machen. Was wollen Sie für die Kunst machen? Eine kleine Verteidigung. Verteidigung, ja. Gut. Für die Kunst selbst. Ich meine, Siegerkunst, die Frage ist, wer ist hier der Sieger? Mhm. Ja, ich meine, wer der Sieger ist, wir können nur streiten, wie wir wollen. Aber die Kunst letzten Endes, wenn sie es schafft, ihre Aufgabe zu erfüllen, und gewisse gesellschaftliche Sachverhalte oder Entwicklungen, wie auch immer, zum Ausdruck zu bringen, und wenn sie es auch noch schafft, das zu provozieren, dann hat sie auch definitiv besiegt. Ich versuche das also zum Punkt auf den Weg zu bringen. Erstens denke ich, dass die sogenannte moderne Kunst nicht postmodern ist, sondern zeitgenössisch. Zum Beispiel, wie, also auf welche lustige Art kann zum Beispiel die Wertlosigkeit des Kapitals des heutigen Tages besser zum Ausdruck gebracht werden, als ein super kitschige Puppe von der Kunst, die Millionen kostet. Welche sonstige Wissenschaft oder Ausdrucksformen schafft das zum Beispiel? Für mich ist das geniale Kunst. Und wenn ein Künstler das schafft, tatsächlich herbeizuführen, wahrscheinlich sogar wieder eigene Absichten und Willen, dann hat er auch verdient, Millionär zu sein. Meinetwegen wirklich. Oder schwarze Quadrat von Malevich, ich meine, natürlich ist es Iran ein Irland. Man muss sich Gedanken machen, wie denn kommt so etwas zustande. Würde Malevich, Gott weiß, kein Langweiler war, ja? Es gibt jetzt eine Analyse, ich sage nicht, dass es eine abschließende ist, weiß ich nicht auf den letzten Stand, aber ich war vor einiger Zeit in Moskau und ich habe eine Studie gelesen, dazu gab es eine eigentlich interessante Veranstaltung, aber ich habe es nicht besuchen können, weil ich am gleichen Tag zurückgehen musste. Wir haben zu diesem schwarzen Quadrat wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie viele Meinungen entwickelt sich in der Arbeit geschrieben. Jetzt durch gewisse Technologien wurde von einer Kunstwissenschaftlerin herausgefunden, dass dies ein großer Witz sein soll, weil der Titel heißt von Malevich selbst über Markt, ja. Und hier politische Korrektheit ist nicht mein Anliegen, ich zitiere, das ist die Schlacht der die Schlacht der Niger in einer dunklen Nacht in einer tiefen Falle. Es lohnt sich Gedanken zu machen, wie zum Beispiel Siegerkunst entsteht. Und natürlich nicht alles kann, hat wahrscheinlich diese Gehalt, aber doch in dem Moment, wo die Kunst so provoziert, wie der Kunst oder der Inhöst oder auch Malevich, meines Erachtens ist es auch die Kunst. Ja, gut. Also vielleicht. Können Sie das bitte mal vermitteln hier dieser Seite, was wir gesagt haben? Oh, vielleicht wird es aus meiner Antwort nochmal klarer. Das Ganze kann ich jetzt, glaube ich, nicht nochmal wiedergeben. Ich wollte auch eigentlich auf den ersten Punkt eingehen von dem, was Sie gesagt haben, sollen die, als Sie über den Kunst sprachen. Das gibt mir nochmal vielleicht Anlass zu zeigen, dass der Begriff Siegerkunst manchmal doch ein bisschen komplexer vielleicht noch ist, als es bisher rauskam. Ein Kapitel hat auch den Titel mit Siegerkunst lässt sich repräsentieren, verunsichern und philosophisch werden. Und das habe ich gerade bei Ihnen rausgehört, dieses dritte, nämlich dass gerade weil Siegerkunst so extrem teuer ist und eigentlich der Preis für was eben auch gezahlt wird, wo man es nicht nachvollziehen kann. Man ist so dauernd in dieser Sorgen, hat dieses Gefühl, ich muss das irgendwie noch zusammenbringen, ich muss das verstehen, den Sinn oder den Unsinn, dass das Preis ist das jetzt eben nur ein Potlatsch oder hat es doch was mit dem Werk zu tun? Also sagen diese hohen Preise, die führen auch zu so einer intellektuellen Unruhe. Das kann auch Theorie wieder beflügeln natürlich, so wie es vielleicht der White Cube auf eine andere Art, ganz andere Art getan hat, Theorie beflügeln.
Und sagen wir haben sagen, dieses Bedürfnis, so wie ich das bei Ihnen gerade auch rausgehört habe, sagen, das doch noch irgendwie zu rationalisieren, was da passiert. Und irgendwie eine interessante Erklärung, eine Theorie zu finden, um die Dinge, das dann wieder auch in einem erhabenen oder guten oder interessanten Licht dastehen zu lassen. Das ist, wir wollen uns damit nicht abgeben, dass jetzt irgendein Kinderspielzeug von Chef Kunz in Metall aufgeblasen wird und dann so und so teuer ist. Damit sind wir nicht zufrieden und damit müssen wir uns irgendwie ins Benehmen setzen. Und das meine ich, insofern kann Siegerkunst auch dazu beitragen, neue Theorien zu schaffen. Darf ich eine abschließende Frage noch stellen? Ganz kurz. Ganz kurz hat sich jemand gemeldet. Ich habe eine ganz kurze Verständnisfrage. Gibt es in Ihrem Blick, gibt es auch einen Grund, sich auf sich selbst heraus eine Relevanz entwickeln kann, oder gibt es eine höhere Forschung in Zukunft, die sozusagen funktioniert über das Anlehnen an gesellschaftliche Diskurse oder über zum Beispiel die Referenzen, die sie aus sich heraus setzt in Bezug auf andere Kontexte oder eben weil sie gesammelt wird in Bezug auf genau diese Bedenken? Also ich denke, die besten gehaltsästhetischen Werke sind selbsterklärende Werke, wo der Kontext mitgeliefert wird, der Verstehenskontext. Und im Unterschied eben zu traditioneller Kunst sind die Verständigungskontexte heute eben nicht mehr nur einfach gegeben. Sie sind also nicht mehr im kulturellen Selbstverständnis abgelagert und verfügbar, sondern sie müssen über Konzepte hergestellt werden. Und ein Konzept kann aber zum Beispiel ein Titel sein, ein Titel eines Werkes. Das ist ja meistens gerade mit, das Beispiel von Duchamp, weil es ein bisschen eher so quer, so ein Diskurs angekommen, der quer zu bestehenden Diskursen läuft und wie Sie eigentlich die ganze Zeit Beispiele aufzeigen, wo in Bezug auf bestehende Diskurse Kunst Bezug nimmt. Das ist eine andere Herangehensweise. Nein, das meine ich eigentlich nicht. Was ganz wichtig war, er hat von Transsubstantiation gesprochen. Mhm. Und da ist, glaube ich, der Schlüssel für all das, was Sie begreifen möchten. Mhm. Ja. Ganz kurze Frage nur. Also, nimmt die Doppeldeutigkeit, die Ambiguität der Gehaltsästhetik, ist Ihnen die bewusst? Haben Sie die bewusst damit gespielt? Also Gehalt ist eben auch der Income, das Geld. Ja, also, sind wir noch wieder bei der Siegerkunst. Ja. Grandios. Also, lieber Wolfgang Ulrich, lieber Herr Lehmann, ich bedanke mich ganz herzlich und es sind viele Fragen beantwortet, dann sind viele Fragen noch offen. Ich kann drei Dinge möchte ich sagen. Einmal können Sie das Buch vorne erwerben, sowohl natürlich von Wolfgang Ulrich als Harry Lehmann. Und mir ist vorne eine Idee gekommen, als ich Ihnen zugehört habe, eigentlich wäre ich ja so gerne in die Nachfolge, was natürlich Quatsch ist, was ich jetzt erzähle, von Kaspar König gekommen. Wäre Museumsdirektor gerne geworden. Ich hätte nämlich eine Idee. Nein, ich hätte gerne ein Buch signiert von Ivar Wey und Damien Hirst. Nein. Ich finde es erstaunlich, wie simpel und das Potenzial, was die beiden als Autoren haben, hier. Ja, aber ich hätte sogar eine Ausstellung mit Herr Kaspar König gehabt. Ich habe immer meinen Freunden, ob das Hartwig Fischer und so weiter gesagt, ich habe immer gesagt, lass mich doch mal Museumsdirektor werden. Ich hätte noch ein Ausstellungskonzept gemacht und so. Gerade, es wird ja heute immer diskutiert, dass wir die ständigen Sammlungen in den Museen zeigen sollen und nicht irgendwie noch was von außen immer so zeigen würden. Dann habe ich immer gesagt, man müsste doch eigentlich neben die Bilder in dem Museum die Praschel einfach mal hängen. Meinen Sie, was das einen großen Erfolg gäbe? Ich danke Ihnen, dass Sie hier sind und freue mich. Hallo.